Es hat aufgehört zu wachsen und ich habe auch keine Schmerzen. Nun, wir müssen uns wohl auch über die kleinen Siege freuen. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist, ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein, vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde, das ist nicht leicht zu erlangen. Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Kommandant Cullen kennt ihr ja bereits. Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Wir sind uns auf dem Schlachtfeld kurz begegnet. Es freut mich, dass ihr überlebt habt. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Ich habe schon viel von euch gehört. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichten. Templer könnten die Bresche schwächen damit. Alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Die Kirche denkt noch immer, dass ich es war. Das ist längst nicht mehr alles. Einige nennen euch Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Wenn ich also nicht bei der Inquisition wäre... Seien wir doch mal ehrlich. Sie hätten uns so oder so geächtet. Und euch aufzugeben ist keine Option. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Warum sollte jemand aus der Kirche ausgewiesenen Ketzern helfen? Es heißt, sie wäre recht vernünftig. Vielleicht ist sie mit ihren Schwestern uneins. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Aber ich lasse es euch wissen, falls sich das ändert. Thank you.
Herold Andrastes, ich habe die Geschichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, Brach, es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Mabeeren, Jon Hardy und Diensten. Wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Harding, hm? Wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... vergesst es. Ach. Wie ist die Lage hier draußen in den Hinterlanden? Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Redcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Vey und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bett. Das könnte uns helfen. Nichts zu berichten, Sir. Interessante Lektüre. Das sollten wir uns vielleicht mal ansehen. Mutter Giselle muss ganz in der Nähe sein. Inquisitionstruppen. Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen.
armseliger Bastard! Wartet! Wir sind keine Abtrünnigen! Ich fürchte, das interessiert Sie nicht, Sucherin. Stirb! Wir sind keine Templer. Wir wollen euch nichts Böses. Das scheint Sie nicht sonderlich zu interessieren. Haltet euch bereit, da kommen noch mehr! Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle? Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Es
Sie wollen mich hinrichten. Und ihr denkt, ich sollte einfach zu ihnen gehen? Ihr seid nicht mehr allein. Sie können euch nicht einsperren oder angreifen. Aber sie könnten es versuchen. Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Wenn ihr das sagt, klingt es so einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Guten Tag. Der Erbauer stehe euch bei. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen? In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Alles gut, wie es aussieht. Bitte, jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Bitte, irgendjemand muss meiner Frau helfen. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnenweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Der Handel wieder floriert.
in Ordnung, Herr? Natürlich. Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Was könnt ihr mir über die Templer erzählen? Sämtliche Templer wurden vor nicht allzu langer Zeit nach Val Royo beordert. Doch diese Bastarde haben den Befehl einfach missachtet. Und jetzt töten sie aufständische Magier, sowie jeden Flüchtling, den sie für einen möglichen Sympathisanten halten. Alle Templer, die ich je gekannt habe, wollten das einfache Volk beschützen. Diese Männer jedoch besudeln den guten Namen ihres Ordens.